Hallo, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Applied Analytics 2 Tutorial. Heute geht es um den Fluix Seed und dieser wird hergestellt aus Fluix Dust und Sand. Daraus bekommen wir zwei Fluix Seeds und wir sehen, dass dieses Item nicht despawnen kann und es bei 0% ist. Wenn wir auch in unser Inventar gucken, sehen wir das genauso. Und nun gibt es verschiedene Arten, was wir mit dem Fluix Seed entsprechend anstellen können. Eine Variante ist sozusagen die Water Source Variante in der Mitte und darum Crystal Growth Accelerators angeschlossen an einen Energy Acceptor und wir geben ein bisschen was an Energie entsprechend rein in den Energy Acceptor und damit bekommen wir dann am Ende aus diesem Fluix Seed bekommen wir einen Fluix Crystal, einen Pure Fluix Crystal und dieser Pure Fluix Crystal ist eine Komponente von ganz, ganz vielen Crafting-Rezepten in Applied Analytics 2. Eine weitere Variante wäre zu sagen, okay, wir nehmen einfach nur einen Waterblock, packen da ein bisschen was rein, aber vergesst diese Variante, das könnt ihr in die Tonne treten. Wir sind dabei, ich habe das mal getestet, man ist dabei ca. 12 Stunden oder sowas in die Richtung, bis man dann irgendwie einen Crystal rausbekommt. Und wir sehen, wir haben immer noch 0% drauf, das dauert einfach viel zu lange. Das heißt, ihr braucht unbedingt immer diese Crystal Growth Accelerators, um das über den Applied Analytics Weg zu lösen. Alternativ gibt es noch eine Kombination mit einem anderen Mod, mit dem Mod Mechanism. Und da gibt es eine Maschine, die heißt Enrichment Chamber. Und dieser Enrichment Chamber könnt ihr auch dafür nutzen, indem ihr diesen Fluix Seed hier zum Beispiel einfach reinlegt und die Enrichment Chamber entsprechend die Arbeit verrichten lässt. Ihr braucht ein bisschen Strom auf jeden Fall. Und daraus erhaltet ihr dann euren Pure Fluix Crystal. Und lassen wir die hier nochmal ein bisschen arbeiten auf jeden Fall. Und wir gucken mal in der Zwischenzeit, was unsere Fluix Seeds hier an der Stelle machen. Sie haben sich auf jeden Fall schon ein bisschen verändert. Das heißt, wenn wir auch mal die Icon-Symbole anschauen, dann sind wir hier schon mal bei 75%. Also das heißt, die Dinger sind fast durch, wenn man das halt so möchte. Und wir gucken mal, wir haben jetzt hier auch in der Enrichment Chamber haben wir jetzt auch schon ein bisschen was produziert, um halt sozusagen die Pure Flux Crystals zu bekommen. Und wir sehen, wir brauchen die Pure Flux Crystals zum Beispiel für den ME Controller. Wir brauchen das für den Charger, brauchen wir das auch teilweise. Wir brauchen das für die ME Chest. Wir brauchen das für die Annihilation Plane. Für das Flux ME Glass Cable. Also da brauchen wir das auf jeden Fall schon für ganz, ganz viele Rezepte. So, jetzt beobachten wir hier das Ganze nochmal ein Stück weit und wir sehen, die ersten Items sind auf jeden Fall schon mal entsprechend entstanden und wir haben alle unsere Seeds entwickeln können zu Crystals. So viel dazu, vielen Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Tschüss!